Dieses gruselige Alienwesen begeistert seit Jahrzehnten die Fans von außerirdischen Kuriositäten. Skinny Bob, Dürrer Bob wird er seinerzeit genannt, als er 2011 das erste Mal in einem Video auftaucht. Der körnige Schwarz-Weiß-Clip gibt vor, sehr altes Filmmaterial zu sein. Angeblich wurden die Filme zwischen 1942 und 1969 aufgenommen und sollen aus einem Archiv des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes KGB stammen. Das KGB-Emblem wird am Anfang eingeblendet. Doch ausgerechnet das Logo ist in einer TV-Doku von 1998 zu entdecken. So skurril Skinny Bob auch daherkommt, Zweifel hegen ganz viele an der Story. Sie vermuten computergenerierte Spezialeffekte. Nun hat eine Gruppe von Fans das Material Bild für Bild ausführlich analysiert und zeigt ihre Forschungen zum dürren Bob sehr detailliert auf einer Website. Es wird recht schnell klar, dass zum Zeitpunkt des ersten Auftauchens nur Profis diese Videos von Bob hätten bauen können, weil die Heimcomputer zur damaligen Zeit noch nicht eine derartige Rechenleistung hatten, um diese Bilder zu generieren. Möglicherweise wurden die Clips von Filmstudenten oder einer Firma für Spezialeffekte hergestellt. So wird nun klar, dass Skinny Bob nicht wirklich von einem anderen Planeten kommt, aber wer genau dahinter steckt, das ist immer noch nicht erforscht.